Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Dengdolum zu einem neuen Part. Miitopia hier aus dem Palast des König Drache. Der hat uns im letzten Part gebeten, seine Prinzessin zu warnen. Das werden wir heute machen. Los geht's hier und direkt. Wir sind im Schloss und... in das Prinzessinnengemach. Prinzessin Katja. Oh, soll ich ja gut besetzt. Und wer bist du? Na toll. Das klingt ja schön. Ein Schloss hier mit König Drache, Prinzessin Katja. Prinzessin Katja. Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen. Wozu? Mascher, geht es hoffentlich gut, oder? Entschuldig bitte. Wer ist jetzt Mascher? Leon Mascher oder was? Ich mache mir große Sorgen um einen Freund in der Stadt. Könntest du für mich nach Leon Mascher umsehen? Natürlich. Ist ein schönes Königshaus hier mit Leon Mascher auch noch mit dazu. Vielen, vielen Dank. Dann teile ihm bitte Folgendes mit. Katja macht sich große Sorgen um ihn. Komm, das wird jetzt langsam ein bisschen. Nun ja, warten wir noch auf König Apoget. Von dem an. 100 Snacks, ja. In seinem Schrank. Du hast die Quest von Prinzessin Katja angenommen. Oh je. Naja, solange sie das Kleid anbehält, ist ja alles in Ordnung. Und dann gehen wir mal Prinz Leon Mascher davon unterrichten, dass seine Prinzessin Katja etwas von ihm möchte. Etwas von ihm möchte. Rüstende Prinz Mascher. Was? Hier? Was? Da kommt noch ein Goldploink. Ein Goldploink. Okay. Was soll denn dieser Gegner hier? Zack, meins. Was zum auf dem Weg zur Stadt war hier so ein Goldploink hier als Gegner. Okay, und was will der von uns? Auf geht's, Sprunghieb, zack, hau dem Schurken auf die Gurken. Ja, der Spruch ist geklaut, ich weiß. So, unsere Freundschaft steigt immer weiter. Hum. Besiegt, gerettet 130. Waren siegreich. Was ist jetzt mit dem Goldploink? Uns wohl einfach nur ein bisschen Gold. Na gut, suchen wir mal den Leon Mascher hier in der Stadt. Na, wo ist er denn? Hab ihn nicht entdeckt. Oha, wo ist denn dein Kind hin? Hör mich an, Abenteurer. Smurf ist verschwunden. Ich habe ihn nirgends gefunden. Würdest du mir helfen, ihn zu suchen? Bitte. Ja klar. Smurf, den suche ich doch gerne. Ehrlich gesagt habe ich noch jemanden um Hilfe gebeten. Das war aber mehr eine Verzweiflungstat. Viel Hoffnung auf Erfolg habe ich da nicht. Deshalb bin ich äußerst erleichtert, dass du da bist. Mein Sohn kann noch nicht sehr weit weg sein. Könntest du in der Nähe der Stadt nach ihm suchen? Aber auf jeden Fall. Dann suchen wir mal in der Nähe der Stadt nach Smurf. Smurfy, wo bist du? Was? Wer ist denn das? Ich muss keine Angst haben. Smurf, wo bist du? Lass mich in Ruhe. Die Stimme. Och, klein Smurf. So hilft mir jemand. Ich muss etwas tun. Ihr. Lasst ihn in Frieden. Ja. Das war auf jeden Fall gut. Haben wir ja gesehen, was das gebracht hat. Autsch! Comic-mäßige Attacken. Urk! Zwergi eilt zur Hilfe. Ich kann nichts machen. Bitte rette den Jungen. So, auf geht's.
Blickige angeben. So, zack, zack, zack. Ohne nicht, die kriegen wir doch hin. Das sind doch nur ein paar Gnome, die haben wir hier gleich besiegt. Nicht übel, oder was? Das waren leichte Gegner hier. Direkt neben Anfangs. Und was soll denn der Mist hier? Das ist so der Kobold. Bäh, Mami. Geh zurück zu Kelly. Armer Adliger, mach scher. Vielen Dank für deine Hilfe. Mein Name ist Leon Marcher. Du bist das also. Prinzessin Katja ist sehr besorgt um dich. Die Prinzessin hat sich Sorgen gemacht. Um mich? Wie schön. Moment. Wie viel wichtiger ist jetzt noch, was war mit den Monstern? Erzählt, was passiert ist. Er war ja ohnmächtig. Da ist man einmal auf der Höhe und schon passiert so viel Unheil. Aber wie du die erledigt hast, unglaublich. Und ich komme absolut gar nicht, konnte absolut gar nichts ausrichten. Es macht mich richtig wütend. Und der beste Prinz von Anfangs ist. Ja. Und ihr wollt wirklich hier Wache stehen, Zombie und Paluten für König Drache und seine Prinzessin Katja und Prinz Leon Marcher. Ja gut, wenn meint, ich bin ja auch sein Ritter. Ich mach's ja auch irgendwie für ihn. Und GEP und Maudado, ihr habt auch nichts Besseres zu tun, als ihn zu tragen. Wir sind schon ein armes Dörfchen. Marcher, ihm geht's also gut, ja? Welche Erleichterung. Hier, bitte eine wohlverdiente Belohnung. 1000 Gold! Wir werden hier mit Geld überhäuft. Schön, dass wir hier am Schloss sind. Kind! Du musst Marcher vergessen. Schließlich bist du mit Prinz der Opa verlobt. Na, wer das wohl ist. Verstanden. Schmatz, schmatz. Aber Papa. Ja, Prinz der Opa. Der ist auch noch hier. Wo ist er? Der Verlobte der Prinzessin sollte auf dem Weg sein. Da du schon mal hier bist, würdest du ihn wohl zum Schloss geleiten? Natürlich, für meinen König tut ich doch alles, obwohl ich nicht gerne tue, aber es ist halt Befehl, ich bin sein Ritter, er muss irgendwie. Der Verlobte der Prinzessin stammt aus dem Königreich nebenan. Soweit ich informiert bin, wartet er an der Ödlandgrenze. Begibst du dich dorthin? Ich würde selber mal gehen, aber die Arbeit und das Essen. Arbeit für einen König. Alles klar. Ein König, der hat bestimmt sehr viel Arbeit. Ödlandgrenze. Schließlich regieren. Ab Marsch. So, dann. Holen wir mal den Prinz der Opa ab. Weißt du, dieser Freund von Prinzessin Katja ist nicht gerade ein Tausendsasser, oder? Kann schon sein. Aber er ist auch ein netter Kerl. Schon ja. Aber egal, suchen wir mal weiter nach Prinz der Opa. Ist ein türkischer Prinz zufällig. Ein Prinz aus Westerland. Oh, was ist denn das? Klötzchen. Klötzchen sind es nicht, Klötzchen sind eckig. Felschen. Irgendwelche komischen, orangenen Dinger. Ja, krächzen. Ach, das schadet alle ein bisschen. Aha. Sprungdieb auf Fels 1. Was soll es? Da zerstöre ich doch mein Schwert. Auf solchen Felsen. Oha, die scheinen sehr stark zu sein. Ein HP. Abzug, okay. Feuer plus 1. Den einen haben wir schon besiegt. Kriegen wir den anderen auch noch hin. So, gib alles. Achte auf meine Deckung. Sprunghieb. Zack, auf geht's. Sie steht mir bei. Und plus 1. So, besiegt. 135 gerettet. Bäh, mein gutes Gefühl. Und weiter geht's. So viel dazu. Felsen-Schoki. Schoki. Läuft alles wie am Schnürchen. Das finde ich nicht so gut. Seit es am Schnürchen läuft nicht so gut.
Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Du selber! Okay. Oha, was passiert hier? Damit ist das Fass übergelaufen. Das Fass ist übergelaufen. Was entfreunden die sich jetzt oder was? Das ist nicht so gut. Ich hab Hunger. Was hast du gesagt? Okay. Eine Weggabelung. Ich denke, wir müssen nach unten. Oder? Ja. Ab nach unten. Sieht mehr nach unten aus. Und es wird Nacht. Ich habe keine Lust. Könnte stimmen. Diese random Kommentare von dem Mies. Wie weit weg ist denn der König der Oper? Prinz der Oper. Der wird mal König, wenn der. Wenn der dicke Drache stirbt. Hey ho! Entschuldige, was hast du gesagt? Ich liebe diese Dialoge, die sind einfach komplett random. Kämpfe! Ach, wieder so ein Felsen. Nasenfelse. Auf geht's. Zack. Okay, diese Schleimgenesen, die sind jetzt nicht so schwer, aber auf den Fels müssen wir uns stürzen. Ja, das ist gut, erstmal die Schleimgenesen zu entfernen, damit wir uns auf den Fels konzentrieren können. Das ist eine gute Taktik. Energisch. Energischer Guini setzt nichts ein, sondern feuert mich an, dass ich was einsetzen kann. Ich krieg MP-Punkte. MP-Punkte, wieder so eine Doppelung. Und auf geht's, Sprunghieb. Zack. Und weg geht's zweites dran. Neue Technik, Harmonie. Harmonie. Ärger vorbei. Okay. Gab's denn überhaupt Ärger? Ärger mit Blackie meinst du, mit der Rüsten. Puh, haben wir den gleich. Jo, haben wir. 140 gerettet. Wir sind bald bei der 100. Erweiterung. Ganz toll gekämpft. Und weiter. Hurra! Na, sind wir bald da. Gasthaus gefunden. Na, erstmal ein Gasthaus. Dann suchen wir weiter nach der Oper. Und rein da. Hui. Zack. Na sowas. Blackie scheint auf Zwergi sauer zu sein. Sie sollten gemeinsam ein Zimmer an ihrem Problem arbeiten. In einem Zimmer. Bist du bekloppt oder was? Die sollten auseinandergebracht werden, bevor sie sich die Fresse einhauen. Bevor sie ihre Köpfe in den Boden einmassieren. Lass sie zusammen wohnen und sie beruhigen sich bald wieder. Hoffen wir, dass sie sich schnell wieder vertragen. Meinst du, das ist der beste Weg hier? Naja, ich guck erstmal, was Zwergi hat. Ein Geschenk für Queenie. Na dann, mal schauen, was ich ihm schenke. Das wird dir gefallen. Gib schon, gib schon. Foto von Zwergi. Okay. Queenie freut sich. Queenie freut sich über ein Foto von mir. Alles klar. Gute Bekannte. Helfen gelernt. Tut mir leid, Zwergi, aber ich muss mich dich dann mal. Uha! Und blickt die zweite Markzwergi und hat's gesehen. Stalker. Immer nur Queenie, das ist nicht fair. Blinken zweite ist eifersüchtig auf Queenie. Abmarsch. Schnaufkeusch. Hey, hetz mich nicht. Sieht aus, als wäre hier irgendwas vergraben. Nun grab mal nach. Vielleicht ist ein Gegner da drin. Oder ein Freund drin versteckt. Wie jetzt? Nichts gefunden? Das hat dir was gebracht. Los, komm. Ein Grab bis zum Boden. Vielleicht ist ein Bild mit drin versteckt. Das gibt's doch nicht. Wieder nichts gefunden. Grab weiter, verdammt. Irgendwo muss was. Noch tiefer graben. Weiter, weiter, weiter. Bist du denn ein Soldat oder bist du keiner? Immer noch nichts gefunden. Grab weiter, Zwergi. Graben, graben, graben. Immer weiter graben. Irgendwo ist was. Ein MP-Bon war ausgegraben. Das hat's gebracht. Hier stundenlang zu graben. Gebracht. Leisten hier nur meinen Beitrag. Ernsthaft.
Ui, was haben wir da? Gewitterwolken, Blitzwolke. MP-Bonbons. Und zack. Meins. Ich helfe dir. Blitz 1. Und Blitz auf Gewitterwolken, das wird was bringen. Das ist eine sinnvolle Attacke. Und zack. Geht vor ihm an. Badonk. Und Zugabe. Okay. Sie ist erneut an der Reihe. Und Sprunghieb. Nochmal. Zack. So, die haben wir erledigt. 141. Dann weiter hier jetzt. Spitzenleistung Zwergi. Wow. Und Blitzwolke B ist dran. Oha. Hm. Na komm, die kriegen wir auch noch fertig. Energisch. Du schaffst das, Zwergi. Und attackier. Los, los, los. Sprunghieb. Auf geht's. Genau. So. Bam, ein gutes Gefühl. Geschafft. Ein Kinderspiel. Weiter geht's. Beilung. Hier hat jemand gerade gepupst. Okay, ich war's nicht. Und du wolltest jemand anders unterschieben. Du? Ja. Die MP-Bomber sind hier unheimlich groß. Dann kriegt man in seinen Mund gar nicht mehr weit genug auf, um sie zu kauen. Echt jetzt? Ich schluck sie immer in einem Stück runter. Auf jeden Fall, ja, das kann man auch machen. Wie, was denn das? Der Opa, sind wir... wo sind sie denn? Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Lass mal endlich ankommen. Sind wir bald da? Queenie, sind wir bald da? Ach, noch eine Weggabelung. Weiter geradeaus. Ein langer, beschwerlicher Weg zum der Opa hin. Ich kenne das nur zu gut. Ach nee. Nee, nee, nee. Worauf haben wir uns da eingelassen? Den ganzen Weg hier. Nur für diesen Opa zu gehen. Für der Opa. Blickt woanders hin. Wieso blickt die woanders hin, wenn wir mitten im Kampf sind? Nein, Maulwürfe und diese Felsen. So ein Scheiß. Du ab. So eine Beziehung. Gute Bekannte. Mitten in einem Kampf finde ich das immer völlig unangebracht. Krankenbesuch. Aber was soll es? Oha. Bini, den müssen wir mal in die Ruhezone bringen. So. Macht sie fertig. Seid ihr okay? Okay, keine MP-Punkte mehr. Angriff. Ich bin langsam fertig. Das ist hier nicht so gut, weil werden wir jemals ankommen. Das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein. Hm. Kann ich auch mal angreifen? Blitz. Na komm. Ich will hier raus. Ich will aus diesem Ödland raus. Lass mich diesen Kampf bewältigen. MP-Bonbon. Gut. Ich esse auch eins in MP-Bonbon. Kann ich gebrauchen. So. Haben wir. So. Ich habe jetzt gerade für die Bösen gesprochen. Ich will hier raus. Mir ist heiß. Ich sitze hier die ganze Zeit in einer abgedunkelten Bude bei Hitze. Das wird hier wie so ein Gewächshaus. Mein Kopf, der schwedelt langsam an. Sprunghieb auf den Felsen dort. Dann haben wir den. Zack. K.O. Kasataiminu. Der Spruch jetzt endlich mal wieder. So. Geschafft. Aber sowas. Von in jeglicher Hinsicht. 888 Level. Nice. Level Up für Rini. Level Up für Blackie. Und Level Up für Blackie die zweite. Das sieht auch schon gut aus. Liebeslied gelernt. Was auch immer das sein soll. Lasst uns endlich mal ankommen.
Ich bin auch keine Seitenwege gegangen, weil was brauchen wir das? Wir ankommen. Schatz. Ja, ich würde ja weiterziehen, aber komm, lass mitnehmen. Geht haben wir hier noch eigentlich. Naja. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Irgendwann sind wir da. Ein Gasthaus. Was? Kein Gasthaus. Wir wollen ankommen. Nun ja. Das dauert noch ein Weilchen hier. Jetzt. Woran auch, wenn der Weg so schwer und steinig ist. Und beschwerlich. Wir geben nicht auf. Schaffen das. Irgendwann kommen wir an. Wo könnte Prinz Dero bloß stecken? Die Luft hier oben ist so unerträglich dünn. Können wir nicht einfach umkehren? Klar, überlassen wir den Prinz eben seinem Schicksal. Was? Ja, da wäre ich stark dafür. Einfach abhauen. Los. Komm. Na gut, ich halte noch ein bisschen durch. Das ist die richtige Einstellung. Weiter, weiter, weiter. Wir kriegen's. Und tapfere Gesellen. Tapfere Gefährten. Oh, sag nicht schon wieder eine Gabelung. Aber ich bin einfach oben lang gegangen. Wird schon. Es macht richtig Laune. Was macht dir richtig Laune, das den ganzen Weg lang zu laufen und ständig auf Gegner? Das macht nicht wirklich Laune. Das macht müde. Und geschafft macht das. So. Jetzt mach alle schnell hier weg. Neue Technik. Liebeslied. Okay, wenn es was bringt. Ich hab euch alle lieb. Okay. Von mir aus. Mich lieb. Hab mich lieb. Hauptsache du kämpfst. Giftfalter A und Giftfalter B. Hm. Haben wir's bald. Ich kann nicht mehr moderieren. Sonst muss ich das hier unterbrechen. Und das will ich nicht. Und will das beenden. Wir das beendet haben. Oh ja! Besiegt. 148. 150 haben wir bald erreicht. Ein Erfolg. Falter Honig. Oh, ein Stein im Schuh. Das ist jetzt deine Sorge. Du hast bestimmt schon Blasen am Fuß. So, drei Spielscheine. Ja, davon haben wir noch nicht genug. Brauchen wir. Mir ist auch heiß hier. Da erwärmt sich hier langsam in meinem Zimmer. In meinem Aufnahmezimmer. Mensch. Wird's mal langsam. Ich habe meinen DS. Ich habe meinen DS zu Beginn dieser Reise hier mal angesteckt zum Laden und der ist gleich vollgeladen. So sind wir schon bald. So lange sind wir schon unterwegs. Sprunghieb, komm. Es macht langsam keinen Spaß mehr, diese Kämpfe. 49. Oh, wir haben danach 50, wenn wir diesen Kampf haben. Na auf. Auf, auf. Ich helfe dir. Huh. Zack. Endlich. Und weiter. Meine Güte. Ein Gasthaus gefunden. Dann sind wir wohl bald da. Das kann ich mehr geben. 150 Leute gerettet. Ja, können wir das mal überspringen. Ja, größer. Erweiterung von HP-Streuer. Finde ich schön und toll, aber 35 statt 30. Ja, laber nicht, Horst. Hoffnung nach Nitopia, den Text kennen wir. Ich will weiter, ich will der Opa finden. Hart, aber da ist er. Der Prinz aus den Morgenlanden. Drrr, mich einfach so warten zu lassen. Huch! Prinz von nebenan, der Opa. Ihr Nichtsnutze. Was du sagst zu mir, Nichtsnutze? Wir sind den ganzen Weg hier da, stundenlang gelaufen, hier, nur um dich zu finden hier. Mann, verpiss dich doch. Ich geh wieder zurück zum Schloss. Bleib hier stehen, bleib in der Wüste. Verreck doch einfach hier. Bringt mich sofort zur Prinzessin. Was ich hier draußen mache, ich mache auf Monsterjagd. Was für ein. Du sprichst so schnell. Pah! Mit nichts anderes übrig, als zu flüchten.
Bin jetzt im Team oder was? Ein Greif. Nee, mal nicht. Müssen wir den jetzt noch besiegen unterwegs. Glückspilz. Schnell den gefunden. Die Kämpfe werden mir langsam ein bisschen schlecht. Ich brauche eine Pause. Da steht am Rand der Prinz und will uns nichts helfen. Nicht helfen. Ist wohl zu. Ist sich zu fein für einen Kampf. Na komm. Sprunghieb. Auf Greif. Zack. Ist ein richtig harter Gegner. Den müssen wir auch mal besiegen, um hier vorbei zu kommen. Hoffentlich sind nicht so schwer wie der Golem. Weil das wäre ein bisschen schlecht. Das wäre mies. Aber der hat ziemlich viel HP. Das wird schwer. Das wird schon ein zäher Kampf. Vor allem, weil unser Team dem nicht gewappnet ist. Der Greif sieht gruselig aus. Ein Scheiß sieht der gruselig aus. Du wagst tatsächlich, mich herauszufordern. Zitter lieber. Krieg dich wieder ein, Greenie, genau. Krieg dich ein. Ohrfeiger. Was? Es gibt einen Freundschaftsanstieg. Naja. So, ja. Und weiter geht's. Und weiter kämpfen. Nicht aufgeben. Ich gebe niemals auf. Zack. Angriff. Nicht genug HP. MP. Verwechseln tue ich das mittlerweile auch schon. So, wieder aufgeheilt die MP. Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Lebenssteuer. Und Atterie. Hast du schon immer noch nicht genug? Dann da haben wir ihn, der Opa. Jetzt ist er mit im Kampf, aber tut nichts für uns. Ist ein arroganter Prinz hier. Passt aber zu ihm, die goldene Robe. Sprunghieb. Komm, irgendwann kriegen wir es doch mal hin. So schwer ist das nicht. Sprunghieb. Attacke. Mal endlich Blackie aus der Ruhezone holen. Auf die andere hinein. Da muss er wieder rein. Oh nein. Werden wir es hinkriegen? Schaffen wir es? Genau der richtige Zeitpunkt, um anzugreifen. Ja, Monaria, du hier von der Seite. Prinz der Opa. Wie wär's mit Mitkämpfen? Sie wird uns helfen. Na los. Greenie, du schaffst das. Du warst mal der kräftigste in unserem Team. Los. Jetzt bist du allein hier. Ob das was noch wird? Ob das was wird? Ich glaube ja nicht. Weil er mampft nur eine HP-Banane. Mach schon was. Mach, Greenie. Mach was. Ah. Das war's dann wohl. Noch nicht fertig. Aber jetzt. Ach, verflixt. Müssen wir den ganzen Weg noch kämpfen. Hättest du mal mitgekämpft, dann wäre es vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Es ist mir unerträglich, aber wir müssen zurückziehen.